Einen wunderschönen guten Tag und ich grüße Sie, euch ganz herzlich hier zu unserer Protestaktion vor dem Düsseldorfer Polizeipräsidium. Nein, heute ist nicht Montag, wir sind trotzdem auf der Straße und haben deutliche Kritik an der Düsseldorfer Polizei. Wir haben uns in dem Bündnis lange Zeit schwer damit getan und es hat insgesamt, das möchte ich hier nochmal betonen, drei persönliche Gespräche im kleinen Kreis mit dem Polizeipräsidenten gegeben, wo er uns seine Haltung gegenüber rechten Schrägstrich Neonazis Dugida schon eindeutig klar gemacht hat. Wir können das nur montags auf der Straße in der Organisation und im Verhalten der Düsseldorfer Polizei leider nicht wiedererkennen. Und deshalb sind wir hier hingekommen, wie damals vor das Verwaltungsgericht Düsseldorf und behaupten oder möchten auch ganz deutlich sagen, dass die Polizei mit dazu beiträgt, dass sich eine relativ kleine Gruppe von Neonazis, die aber, da kommen wir gleich noch drauf, im Nachhinein der Demonstration sehr gewalttätig ist, aber dass diese Polizei es eigentlich erst ermöglicht. Weil wir sprechen hier nicht mehr von 100, sondern nur noch von knapp 50 Neonazis, die sich versammeln, die trotzdem einen zentralen Platz bekommen. Und das ist unsere Hauptkritik. Einen zentralen Platz, das Durchsetzen. Und nochmal was zu der Argumentation. Wir wären schuld daran, dass Dugida überhaupt so viel Aufmerksamkeit bekommt. Wir sagen mal, liebe Düsseldorfer Polizei, liebe Kolleginnen und Kollegen, wärt ihr die ersten Montage nicht da gewesen, dann gäbe es kein Dugida mehr. Weil dann hätten Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt dafür gesorgt, dass es eine Massenblockade gibt und die Neonazis hätten überhaupt keine Lust gehabt, noch weiter aufzumarschieren. Wir lesen jetzt mal vor eine unvollständige Chronik der Übergriffe, die es montagsabends nach dem Dugida-Aufmärschen gegeben hat und auf Straftaten, die während dieser Demonstration passieren. So, hallo, Thorsten Nagel von Falken und Teil von Düsseldorf stellt sich quer. Diese Auflistung können Sie auch, gibt es abgedruckt für die Presse, können Sie dann hinterher bei uns bekommen, also brauchen jetzt nicht mitschreiben. Eine unvollständige Auflistung rechter Straftaten. Bei den Dugida-Aufmärschen sowie bei der An- und Abreise der Teilnehmerinnen des Aufmarsches kommt es fortgesetzt zu Straftaten, die einen Abbruch des Aufmarsches durch die Polizei rechtfertigen würden. Dass es dazu bislang nicht kam, ist eine politische Entscheidung der Führung der Düsseldorfer Polizei. 19. Januar 2015, zahlreiche am Propsteigassenangriff beteiligte Personen nehmen an der Dugida-Demo in Düsseldorf teil, zusammen mit weiteren rechten Hooligans. 6 Dugida-Anhänger werden kurz vor Erreichen des Kundgebungsplatzes von der Polizei kontrolliert. Im Gepäck haben sie Quarzsandhandschuhe und Teleskopschlagstöcke. 26. Januar. 7 Teilnehmerinnen des Dugida-Aufmarsches werden von der Polizei festgenommen. Ein Teilnehmer zeigte den Hitlergruß, ein weiterer sang das verbotene Horst-Wessel-Lied. Weitere Dugida-Teilnehmerinnen wurden wegen Verstöße gegen das Waffengesetz festgenommen. 2. Februar. Im Hauptbahnhof verletzt ein Dugida-Teilnehmer einen Gegendemonstranten durch einen Kopfstoß. 9. Februar 2015. Anreisende Dugida-Teilnehmerinnen skandieren antisemitische Rufe. Die Polizei greift nicht ein. Mehrere Dugida-Teilnehmerinnen zeigen den Hitlergruß. Bei einem nimmt die Polizei Ermittlungen auf. Eine weitere Ermittlung gibt es wegen des Horst-Wessel-Lieds. Die Anwältin Gülcan Çelebi wird von Dugida-Teilnehmerinnen ebenso wie mehrere Journalistinnen bedroht. Die Dugida-Anmelderin Melanie Dittmar ruft zudem dazu auf, am Rosenmontag Frau Çelebi zu besuchen. Beim Büro der Bundestagsabgeordneten Sarah Wagenknecht auf der Corneliusstraße wird die Schaufensterscheibe eingeschlagen. Und es gab eine eingeworfene Scheibe bei einem türkischen Café auf der Graf-Adolf-Straße. 23. Februar 2015, vermummte Dugida-Teilnehmerin Bedrohung gegen Demonstrantin, komm nach Essen und du bist tot. 2. März, die Dugida-Anmelderin Melanie Dittmar verließ die Namen von Anwohnerinnen in der Nähe der Moschee Aderstraße und bezeichnet diese als Volksschädlinge. Die Polizei unterbindet das Verlesen der Namen nicht. Die Dugida-Teilnehmerin skandieren vor der Moschee volksverhetzende Parolen, unter anderem bezeichnen sie die betenden Muslime als Salafistenschweine. Die Dugida-Anmelderin Melanie Dittmar veröffentlicht ihr Video eines Zivilpolizisten, der die zuvor Veröffentlichung untersagte und nach Zuwiderhandlung Strafanzeige stellte.